Ja, moin. Lange ist her, lange ist her. Ich freue mich, dass ich endlich wieder Videos machen kann. Viel ist passiert und vieles wird passieren. Mein letztes Video war Mastgeschichten. Na, da war ich gerade am Mast reparieren. Ja, also erstmal um. Ihr werdet gleich merken, warum ich so bin, wie ich gerade bin. Nicht, weil ich stoned bin. Vor allem, weil ich nicht mal bin. Nee, ja. Konzentrieren wir uns darauf, was in den letzten ein, zwei Monaten passiert ist. Mein Skipper wird sterben. Dementsprechend wird mein Schiff stillgelegt. Das ist es. Es ist ins Auge geflogen. Egal. Ja, mein Skipper hat einen Gehirntumor. Und sie können nicht operieren. Zum Zeitpunkt der Diagnose war das Ding schon augapfelgroß. Das ist jetzt ungefähr, ja, 2 Wochen, 3 Wochen her, 2 Wochen, irgendwie sowas, 3 Wochen. Heute ist der, ich weiß es gerade nicht, ich glaube 24. Kann das? Ja, das kann. Und da war eigentlich noch alles gut, also. Er ist zum Arzt gegangen, weil er eigentlich Gleichgewichtsprobleme hatte. Und nein, Quatsch. Das auch. Aber das Langreichste war eigentlich, dass seine komplette linke Seite tagelang taub war und er sich fast nicht mehr bewegen konnte eigentlich. Und ja, daraufhin ist er natürlich logischerweise zum Arzt gegangen. Und dann kam raus, ja, oh, so viel Stress, ey. Ich muss jetzt noch meine Papiere holen. Ich bin immer noch so ein bisschen ohne Papiere. Weil halt natürlich auch Robert da war und somit alles kein Problem war und die Unmut hinfahren konnte. Aber jetzt werden sind halt die Kindpapiere sind generell wichtig, weil falls für den sehr unwahrscheinlichen Fall eine Kontrolle kommt, hast du die Papiere und es wird nicht teuer. Naja. Fakt ist, heute der 24. ungefähr, 24.6. Wie Juli? Ich weiß es nicht. Robert liegt im Bett, ganzen Tag müde, kann sich nicht bewegen, er kann nicht sprechen, er kann nicht essen, er kann nicht trinken.
Ich muss mir zum Arbeiten natürlich jetzt dementsprechend ein neues Schiff suchen. Aber der letzte Monat hier ist gerade ziemlich stressvoll, weil ich kein Geld, etc. etc. oder wenig Geld. Ich habe auch noch ein bisschen Schulden. Timo lehnt Robert ab, was ich gut finde. Weil Timo macht halt nicht nur Krebszellen kaputt, sondern macht halt alles kaputt, so. Verstehst du? Mein Handy. Vielleicht kann ich das rausschneiden. So, das ist erstmal zu meiner aktuellen Lage. Jetzt zum Thema Videos. Also, ich habe das ein bisschen sehr viel unterschätzt. Dadurch, dass ich die ganze Zeit am Segel gucken bin und die Gäste am Anleiten und die ganze Zeit entweder am Segel vieren oder dicht holen oder am Steuer, da ist nicht viel. Ich krieg maximal so für eine. So, weißt du, zwischendrin mal so, wenn wir gerade kein Manöver machen oder so, kriege ich ein Video hin, aber das war's dann auch schon. Und jetzt wird es sowieso noch schwieriger, Videos während dem Segeln zu machen. Also während dem Manöver und. Echt, ja. Alles um mich herum stirbt. Es ist echt so, als hätte das Universum gerade nahezu gewartet, dass ich zu Robert gehe. Weil das war jetzt im Monat wirklich in dem letzten Monat so, mir geht's super. Tot. Also, so wird's laufen und so ist das bis jetzt gelaufen. Also, nicht so wie bei einer Grippe vielleicht, wo es der, ja, was heißt bei einer Grippe? Ihr wisst, was ich meine, wo es halt nicht so, sondern wirklich Tag für Tag immer mehr und mehr und. Das sind echt rare Dinge. Zündung. Ich denke, ich werde das Video nicht schneiden. Einfach weil ich keinen Bock gerade. Im Moment habe ich nur froh, dass ich mich mal endlich melden kann. Es werden natürlich auch noch andere Stories kommen. So, gute, also schlechte Stories. Was heißt schlechte? Im Endeffekt war jeder Segeltrip am Ende gut, aber Gäste halt, ne? Ah, Gott, ey, ich sag's euch. Ich bin über Bord geflogen. Ich bin dementsprechend nach 20, 25 Jahren Segelerfahrung von Howard und 20 Jahren als Eigner von der Ontnung
Chongqing, bin ich der erste Mann überhaupt oder die erste Person überhaupt, die über Bord gegangen ist bei ihm. Und dann ist es auch noch der eigene Matrose. Eigentlich richtig dumm. Wir sind gerade aus Harlingen raus, haben uns gerade in den Wind gedreht und ich war gerade so im Segelhissen und ich sehe so, die Großschot ist irgendwie so ein bisschen. Yeah. Alles gut. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Na, du mal nicht, ja? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Danke, Katze. Wir sind raus, haben in den Wind gedreht und waren gerade am Segelhissen und ich sehe so, fuck, die Großschot ist die ist nicht dicht genug, also nicht straff genug. Und, was tust du denn, ne? Läufst du nach hinten und machst die Schot dicht. Das Ding ist aber, ich bin auf dem Dach gelaufen, wo eben der Baum die ganze Zeit dementsprechend hin und her geschlagen hat, von Steuerbord nach Backbord und von Backbord nach Steuerbord. Und anstatt, dass ich seitlich im Gangbord laufe, wo ich einfach nur im Notfall den Kopf hab runter machen müssen, war ich da oben und war voll fokussiert und habe den Baum nicht mehr im Auge gehabt und zack, kurz vor der Großschule. Ich war wirklich wie in einem Comic. Ich habe gegriffen. Nö, heute nicht. Hover total so ziemlich nach außen. Also ich habe es gesehen, aber die Gäste natürlich nicht. Voll in Panik, quack, 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 quack. Und ich so, hey, Roman, war so voll am Schwimmen mit Windstärke 5. Na komm. Na komm. Mit Windstärke 5 und war dann hinter der Onmooting am Schwimmen. Und ich glaube, in dem Moment war gerade, Flut, ich glaube. Dementsprechend hätten wir Strömung gegen uns. Und ich hatte dann so einen Überlebenspack, nennt sich das. Es ist im Endeffekt so eine wasserdichte Jacke und Hose. Ja. Die auch so ein bisschen als Schwimmweste fungieren kann. Macht dich zumindest leichter im Wasser, das habe ich gemerkt. Aber der Nachteil ist, du bist so fucking schwer. Also ungelogen, ich habe locker über 100 Kilo gewogen. Also die haben mich teilweise zu dritt über die Reling ziehen müssen, weil ich so schwer war. Dann habe ich einen Schuh im Wasser verloren. Während ich dann schwimmen war, weil die Strömung, ne, und Schwimmen und so weiter und etc. pp. Ja. Ja, ein bisschen besser gucken müssen und gut ist, ne? Aber eine Bitte hätte ich an euch. Wenn ihr seht, dass ich live komme, dann kommt doch auch bitte live. Und nicht, also möglichst schnell. Und nicht erst irgendwie eine halbe Stunde mich warten lassen. Weil ich möchte gerne die Livestreams hier hochladen. Und wenn ich die dann erst noch eine halbe Stunde kürzen muss, erstens verschwende ich dann Datenvolumen und zweitens meine Zeit. Und ich meine, wir sind jetzt beinahe 80 Abonnenten. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt.
Naja, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Stay high.